Bei der Wirtschaft finde ich es auch noch lustig, dass wir quasi aufgewachsen sind. In den Schulbüchern stand, okay, der Kapitalismus hat endgültig den Kommunismus besiegt mit dem Untergang der UdSSR und so weiter. Jetzt sehen wir aber gerade, wie der Kapitalismus irgendwie zerbröselt und China, die natürlich sehr viel vom Kapitalismus übernommen haben, aber trotzdem irgendwie ein kommunistisches Land sind, stehen da als lachender Dritter und sind die einzigen, die den USA irgendwie noch Geld geben und inzwischen irgendwie, denen gehört die USA so, die haben irgendwie mit den eigenen Waffen geschlagen. Ja, also ich sehe das ja anders. Ich glaube nicht, dass, also einmal ist China nicht kommunistisch, sondern auch schon sehr gut im Kapitalismus drin. Aber was auch noch gesehen, was man halt vergisst beim Kapitalismus, ist, dass das Geld mittlerweile alt ist. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Aber je mehr Leute ihr Geld für sich arbeiten lassen, desto weniger Leute arbeiten. Und wir haben mittlerweile halt eine zu hohe Quote erreicht hier in Europa von Leuten, die das Geld für sich arbeiten lassen. Sprich, dazu gehören für mich auch die ganzen Banker und die ganzen Leute, die nur von Geld-Geld-Transaktionen leben können. Oder auch Versicherungen sind für mich eine reine Geld-Geld-Firma, ohne dass sie wirklich produzieren. Also sprich, sie produzieren keine neuen Ideen, sondern sie verwalten nur alte Ideen und Geld des Leute mit, also durch Arbeit entsteht Geld und durch Nachdenken entsteht. Oder durch Arbeit und durch Nachdenken entsteht ein Wert, aber nicht dadurch, dass man Geld hin und her schiebt. Und da haben wir uns halt einen extremen Overhead mittlerweile angeschafft. Und den hat China noch nicht. In China sind noch die meisten Leute am Arbeiten. Und nur ganz, ganz wenige sind jetzt auf den Status, dass sie das Geld arbeiten lassen oder dass sie Geld hin und her schieben und davon profitieren. Und ja, ich weiß nicht. Ich denke, dass da China auch nicht mehr so lange, dass es auch nicht mehr so lange gut geht, sondern dass irgendwann die Währung auch zu sehr von Geld-Geld-Geschäften dominiert wird. Also die haben mal gerade den Vorteil, dass sie noch nicht so lange mit Geld arbeiten. Ja, aber es ist ja auch wieder das Lustige, dass wir quasi unsere Arbeit, also die Arbeit, die wirklich Wertschaft nach China ausgegliedert haben, sozusagen, also die ja, mit dem Outsourcing und wir uns auf Geldgeschäfte konzentrieren, die halt irgendwie langfristig nicht funktionieren kann. Jetzt sind wir gerade beim Thema Geld und ich habe dich ja schon eingeführt als Lobbyist für tolle Sachen und ein Projekt von dir war auch der Frage nachzugehen. Was ist Geld? So, ich würde erstmal sagen, okay, Geld ist das, was in meinem Portemonnaie rumliegt. Meistens wenig, aber was hast du dir da für eine Frage gestellt? Ja, also ich, mir ist mal aufgefallen, dass man in der Schule zwar lernt, dass man Geld gegen Waren und Dienstleistungen eintauschen kann, aber man nie erklärt bekommen hat, wie Geld funktioniert. Also sprich, wie Geld erschaffen wird oder wie Geld, wie heißt, wie das Gesamt, also große, wie das im Großen funktioniert. Dann habe ich mal angefangen, das zu recherchieren, habe herausgefunden, dass Banken Geld schöpfen können und dass die Zentralbank Geld einfach, also im Endeffekt nichts anderes macht, als es drucken unter komplizierten Regeln. Und für mich ist dann auch das Problem offenkundig geworden, dass man auf jeden Euro, der ausgegeben wird, Zinsen zahlen muss. Und das führt dazu, dass wenn man halt, wenn 1000 Euro im Umlauf sind und man hat sich die oder man muss sich die irgendwo geliehen haben, dass dann irgendwann 1050, 1100 Euro zurückgezahlt werden müssen. Sprich, man muss immer mehr Geld zurückzahlen, als überhaupt im Markt befindlich ist. Und dann bin ich halt auch hinter also habe ich viele Leute bei Banken gefragt, wie funktioniert Geld, weil ist ja eigentlich eine Frechheit, wenn das Banker nicht wissen und sie wussten es wirklich nicht. Habe mich vor die Frankfurter Börse gestellt, um da mal rauszufinden, wie Geld funktioniert. Die wissen, wie Geld funktioniert und ich habe das schlechte Gefühl, dass sie gerade noch versuchen, alles zu retten, was zu retten ist, weil nämlich im Moment das Problem kommt. Wir können die Zinsen dadurch ausgleichen, dass wir die Produktivität steigern oder dass wir Rohstoffe aus der Erde extrahieren. Sprich, ja, also, oder dass wir halt zu dem Gesamtvolumen was hinzufügen. Deshalb können wir auch relativ froh sein, dass wir die osteuropäischen Staaten mit in den Euroraum aufgenommen haben, weil sonst wäre das noch viel früher geplatzt, weil die noch relativ wenig Leute, die von Geld-Geld-Geschäften leben, haben. Also sprich Produktivitätssteigerung und Rohstoffextraktion. Rohstoffe extrahieren wird immer schwieriger. Wir können nur noch Recycling machen. Dadurch entstehen aber keine neuen, kommt nichts Neues dazu.
Das heißt aber, dass die Schulden, die wir im Moment haben, wahrscheinlich niemals zurückbezahlt werden können. Das sorgt auch für eine Schuldenexplosion. Ich glaube, die Computer haben uns nochmal gerettet. Die haben in den letzten 20 Jahren die Produktivität so dermaßen gesteigert. Aber dieses Wachstum ist auch nicht mehr durchzuhalten. Und ja, meine These ist einfach, wir können die Schulden niemals zurückbezahlen, ohne dass es platzt. Dadurch, dass Frau Merkel jetzt auch noch die Banken rettet, wird es noch schlimmer, weil wir einfach ein großes Platzen haben, statt dass an kleinen Stellen der Druck entweicht und nur eine Bank pleite geht, werden irgendwann dann alle Banken pleite gehen. Ich glaube, das ist unvermeidlich. Okay, also nochmal, das Grundproblem von Geld quasi ist, ich leihe mir 1.000 Euro ja, und ich muss 1.100 Euro zurückzahlen, aber die 100 Euro gibt es quasi nicht, weil die Zentralbank ja insgesamt nur 1.000 Euro rausgegeben hat, ja, wenn wir es mal auf dieser Summe lassen. Das heißt, irgendjemand muss sich diese 100 Euro wegnehmen, der aber auch das Geld im Endeffekt nur geliehen hat. Das heißt, irgendwo fehlt es dann. Und da, genau, und da steht quasi das Platzen bevor. Ja, oder er holt es halt von woanders her. Also wenn er halt genug Öl hat, dann kann man damit das auch wieder so ausgleichen, indem man das halt über komplizierte Hin- und Herschiebegeschäfte macht. Aber es kann nur dadurch kommen, dass mehr in die Gesamtmenge hinzugefügt wird. Deshalb sind wir halt durch dieses Geldsystem auch zu einem Wachstum verdonnert von knapp 10%. Also jedes Jahr muss eigentlich unsere Wirtschaft, also auch wenn wir von 3% Wachstum reden, ist es 3% Wachstum, nachdem wir schon für die Zinsen gezahlt haben. Also und 0% Wachstum oder negativ, also wenn wir halt kein Wachstum mehr haben, dann platzt es, weil es einfach nicht, das kommt in dem Plan nicht vor. Wir sind auf Wachstum ausgelegt. Und jetzt mit unserer nachhaltigen Gesellschaft widerspricht sich unser Finanzsystem. Also vielleicht mal für die Zukunft des Geldes, da gibt es ein paar schlaue Leute, die Schwundwährung oder Schwundgeld entwickelt haben. Das ist dasselbe wie unser Geld, nur dass man, dass derjenige, der das Geld hortet, eine Gebühr zahlen muss dafür, dass er Geld besitzt. Man könnte damit auch das komplette Steuersystem vereinfachen, indem man einfach am Ende des Jahres guckt, was hat uns in der Staat gekostet. Und diesen Anteil einfach von dem gesamten Geld, das im Umlauf ist, abzieht. Sprich, man sagt einfach, jo, von dem Geld, wer Geld hat, 30% davon Entwertung, das geht dann wieder auf das Konto vom Staat und der kann es dann wieder einsetzen, um seine Funktionen aufrechtzuerhalten. Also hätte man zwei Probleme mit einem Schlag gelöst. Die Leute wären daran interessiert, ihr Geld im Umlauf zu halten, was ja eigentlich im Moment durch Zinsen, durch Belohnungen passiert. Würde dann durch Strafe passieren. Also es würden nicht mehr die Leute bestraft, die nichts haben, sondern die Leute, die was besitzen. Und gleichzeitig hätten wir eine Riesenvereinfachung von unserem Steuersystem. Und wir müssten auch nicht mehr so viele Leute für Unterlagen schubsen, bezahlen, weil es ist am Ende egal. In diesem Jahr gibt es blaue Scheine, nächstes Jahr gibt es grüne Scheine. Deine blauen Scheine sind wertlos, du kommst einfach nicht dahin. Also du kannst nur über die Zentralbank das 2012er Geld dann bekommen. Und man kann sich die ganze Bürokratie, ich müsste auch keine Ordner mehr zu Hause haben, nichts. Wir müssten auch nicht mehr so viel Müll verbreiten und hätten schon wieder so eine Produktivitätssteigerung. Und ja, deshalb hätte ich gerne ein Geld der Zukunft und nicht diesen alten Scheiß, der gerade sich als nicht funktionierend erweist. Was zum Beispiel auch keine Zukunft hat, sind die Bitcoins, weil es geht nicht in meinen Kopf rein, wie man Energie verschwenden kann, um eine Währung zu schaffen, wenn man auch einfach die Währung schaffen kann. Also man kann ja auch einfach sagen, ich schreibe einfach eine Zahl dahin und schon habe ich so und so viel Euro erschaffen. Warum muss ich den Computer Tag und Nacht laufen lassen? Okay, also Schwundgeld als eine Zukunftsperspektive für die Wirtschaft. Das nächste Mal unterhalten wir uns über Soziales oder Medien. Also wir haben noch zwei Themen offen. Diskutiert doch gerne mit. Was haltet ihr von Schwundgeld und wann folgt der große Crash? Ihr könnt auch irgendwelche Buttons da unten klicken, Like oder sowas. Bis bald.